Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge sind wir hier hingekommen zu Hogsmeade und wir wollen uns jetzt alles erstmal genau anschauen. Interessenspunkte haben wir markiert. Oh, das ist verschlossen, da können wir so gar nicht rein. Ich wünschte, ich hätte damals in Hogwarts. Es tut mir leid, dass ich euch hier alle umlaufe. Oh, Strohflammen. Strohflammen, Flohsamen meine ich. Moment, da ist eine Kiste. Wo denn? Aber in dem Haus, glaube ich, oder? Da kommen wir so nicht rein, so wie es aussieht. Obwohl, hier ist eine Tür. Ne, ist natürlich auch wieder abgeschlossen. Und sind die mal alle abgeschlossen? Was ist hier? Truhe. Druidischer Wolfsumhang. Ich könnte übrigens meine auch ändern. Moment, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Inventar, glaube ich, war es. Nee. Oder? Was sind meine Tierwesen? Auftragsbestände? Notizen? Okay, das... Ach nee, Ausrüstung. Ach, Quatsch, was rede ich denn hier? Da haben wir unter anderem nämlich auch die Sachen drin, die wir so bekommen haben. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Also können wir entweder ändern in sowas. Ich glaube, das war jetzt hier das, was wir anhatten. Genau. Den haben wir, glaube ich, gerade bekommen. Aber der sieht irgendwie... Der Umhang ist nicht schlecht, aber das ist alles so frei dann. Den hier finde ich auch nicht schlecht. Der ist zweifarbig. Also den finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob ich den besser finde als den Originalen, wenn ich ehrlich bin. Wobei der Dachs, der drauf ist, natürlich schon ziemlich geil aussieht. Und der sieht cool aus, aber ich glaube, das würde mich verrückt machen, wenn ich da die ganze Zeit auf diese Animation drauf achten würde, also drauf schauen würde. Also ich schwanke zwischen dem normalen und dem hier, aber ich denke, wegen dem Muster bleibe ich mal einfach bei dem normalen. Dann haben wir hier auch noch Oberteile, die wir wechseln können. Einmal haben wir das, das sieht so ziemlich schick aus, für mich persönlich schon viel zu edel. Und das, das sieht dann so ähnlich aus wie das, was wir gerade hatten. Aber ich werde wieder das anziehen. Ja doch, ich werde das wieder anziehen, was wir hatten. Und wir haben, glaube ich, einen Hut dazu bekommen. Kann das sein? Ach nee, das war die Mütze. Ja, ja, ja. Okay. Stimmt, das war einmal die Mütze. Ja gut, immerhin ist es eine Zauberermütze. Das ist doch ganz cool, aber ich habe es generell nicht so mit Mützen. Deswegen... die möchte ich auch nicht haben. Das Problem ist, wie kriege ich die jetzt wieder weg? Muss ich da nochmal drauf drücken? Ja, okay. Perfekt. Ja, und einen Schal haben wir noch. Den kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Das habe ich nämlich alles über die Seite bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ich habe einen anderen YouTube-Kanal, der diese Erklärung gemacht hat, auf meinem Twitter-Account verlinkt. Und ja... Da haben wir diesen Schal hier bekommen, wobei, ne, so kalt ist es nicht draußen, zwar schon, aber im Spiel ist es nicht so kalt. Im Spiel sieht es richtig schön aus, deswegen, ja gut, das erste war jetzt schon mal ein Reinfall, da komme ich nicht rein, ne. Das ist natürlich doof. Ollivander ist direkt gegenüber. Und wieso komme ich da nicht rein? Ich denke, das ist irgendwas, naja, gut. Gehen wir mal hier rein. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Wo ist er denn? Moment, da können wir hier noch was machen. Fellgefütterte Mütze. Hallo? Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, 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 du nicht. Ah, ja. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den.
Na los, schwenken Sie. seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13 3/4 Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja. Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Phönixfeder. Oh ja, das nehme ich gerne an, obwohl ich das mit den Drachen schon cool fand. Schwarze Walnuss, Flexibilität hart, 12 1/4 Zoll. Das kann ich jetzt da oben, Zauberstab, fertigstellen. Ach so, oh. Okay. Da kann ich mir jetzt aussuchen, wie der aussehen soll, oder wie? Faszinierend. Warmes Braun. Schwarz. Schwarz wäre natürlich geil. Wobei hell könnte ja natürlich auch aussehen wie für helle Magie quasi. Wirklich aber interessant. Ich finde den schwarzen, ehrlich gesagt, noch am besten. Ach so, die sind dann immer unterschiedlich. Okay, warmes Braun. Dann schauen wir uns die doch mal alle an. Na, den finde ich nicht so schön. Das war der, genau. Den finde ich auch nicht so, obwohl der mich ein bisschen an Teso erinnert. Der sieht komisch aus irgendwie. Wirklich interessant. Der würde auch gehen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, faszinierend. Ich tendiere eher dazu. Ich habe doch keine Ahnung. Wirklich interessant. Nee, das war der Blöde. Ich würde sagen, ja, ich tendiere irgendwie hierzu. Keine Ahnung. Hellbraun. Faszinierend. Oh ja, der wäre in der Farbe Gameplayerin. Ich meine, besser sieht der wahrscheinlich aus, so eleganter, aber der passt irgendwie zu meinem Haar. Deswegen nehme ich das jetzt mal so. Holzart. Ja, ich weiß nicht. Zeder. Ändert sich dann da irgendwas? Wirklich interessant. Silberlinde, Bergerhorn, Walnuss, Eibe. Was haben die für unterschiedliche Eigenschaften? Ich habe doch keine Ahnung. Buche, Apfel, Akazie. Faszinierend. Erle. Esche. Esche ist doch normalerweise wirklich interessant. 12 1/4 voll, Zoll. Moment, war das nicht? Können wir auch. Ich mach 13 Zoll. Weil 13 ist ja eine Glückszahl. Flexibilität? Hart. Ich denke, ja. Ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwas bewirkt, wenn ich ehrlich bin. Zauberstabkerne, Einhornhaar, Drachenherzfaser oder Phönixfeder. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ich nehme, wenn ich aufnehme, dann kommt da immer Phönix raus. Aber ich glaube, das hat nur was mit dem Anbieter zu tun und nicht mit der Geschichte. Einhornhaar wäre natürlich auch geil. Aber Phönix, ich habe einen tätowierten Phönix bei mir auf dem Arm.
Deswegen denke ich mal, wäre das tatsächlich das Beste. Achso, wir können uns das aber kurz durchlesen. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Also starke Magie wäre mir natürlich lieber und ich habe es auch sehr mit Drachen, aber ich habe es mit allen eigentlich, auch mit Einhörnern. Ich bleibe mal bei der Phönixfeder, würde ich sagen. So, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Mhm. Kann man die so anklicken? Warte mal. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Gut, lernt schnell wäre natürlich auch gut, aber andererseits... Ne? Ich meine, wir lernen das einmal und dann können wir ja nur die Taste drücken. Also, das ist schon schnell genug. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Das würde auch wieder zu Hufflepuff passen. Ich nehme auf jeden Fall mal die Phönixfeder. Oben kann ich jetzt nichts mehr machen. Nee, dann bin ich direkt wieder hier. Ich kaufe den jetzt einfach mal. So. Oder auch nicht. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ich bin jetzt gerade sowas von geflasht irgendwie. Dass man sich sogar den Zauberstab selber machen kann. Ich meine, ich habe ja alles auch bekommen, muss ich dazu sagen, über diese Seite. Aber das waren halt so diese Slytherin-Sachen, deswegen. Eine Fachbuchhandlung, deren Angebot ihren Namen gerecht wird. Da muss ich ja auch noch hin, ne? Dann würde ich sagen, markieren wir das mal. Ah, das ist so geil. Und wenn es dann noch ein bisschen Zeit bleibt, würde ich sagen, dann schauen wir uns hier auch noch ein bisschen um. Ich glaube, die meisten ein neugieriger Geist. Ja. So neugierig, ich muss mal eben das Buch anschauen. Der verbotene Teil dieser Buchhandlung. Okay, dann schauen wir doch auch mal hier nach. Was haben wir denn hier? Geld. Ich sehe irgendwas mit Geld. Revelio. Accio. Nee. Ach nee, das Geld, das ist unten. Ah, voll drauf reingefallen. Düsterer Wollschal. Ja, von der Farbe her passt der aber auch ziemlich gut bei mir, finde ich. So. Hallöchen. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst.
Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Und ich habe nicht so viel. Achso, das kostet mich nichts. Gut. Ja, die beiden brauche ich ja im Endeffekt. Kann ich die denn auch kaufen? Nee, momentan nicht verfügbar. Schade. Kann ich hier oben irgendwas machen? Ach, Verkaufswert. Ah, okay. Hat keine magischen Eigenschaften. Ja, das ist doch gemein. Wenn ich jetzt die weißen Handschuhe anziehe, die haben eine bessere Offensive. Und die schwarzen, die schöner aussehen würden, die haben keine magischen Eigenschaften. Das ist doch doof. Ja gut, ich meine, dann kann ich den auch verkaufen, damit wir Geld haben. Wenn die sowieso keine Eigenschaften haben, dann ist es ja... Brille hat auch keine magischen Eigenschaften, brauche ich auch nicht. Also kann weg. So, Offensive 4. Vielleicht sollte ich mich doch mal umziehen. Druidischer Wolfsumhang Offensive 6. Das konnte ich, glaube ich, gar nicht sehen. Oder habe ich sie nur einfach nicht gesehen? Die Mütze kann ich noch nicht anziehen, aber die würde mir Verteidigung 9 geben. Ach, der Wollschall würde mir auch noch Offensive 7 geben. Okay. Verteidigung 6. Und der hat gar keinen Wert. Die kann ich mal wegtun. So, und der hat auch keinen Wert. Ich habe auch eh gesagt, der dunkle ist schöner. Also ist das nicht schlimm, weil wir haben, glaube ich, auch nicht so viel Platz in unserem Inventar. Ich habe mir auch sagen lassen, dass man lieber das Inventar immer mal wieder frei machen soll, weil es wohl irgendwo große Truhen gibt im Spiel. Und die, wenn man die einmal versuchen möchte zu öffnen, man aber nicht genug Platz hat, quasi verloren sind. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht, aber beim Vorspiel war das wohl so. Ja, bei den Umhängen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich die behalten kann. Das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles verkaufen soll, was ich jetzt noch nicht brauche. Na gut, ich lasse es mal. Wir haben auch hier... Ach nee, wir haben noch nicht alles gekauft. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ernsthaft? Jetzt kann ich das? Na gut, ich habe natürlich noch nicht genug, um da irgendwas von zu kaufen. Ist doch wahnsinnig teuer. Aber ich finde es richtig, richtig geil, wie viele bekannte Namen man auch... wie viele bekannte Stimmen man auch hat hier drin. Inventar. Dann würde ich... Ne, Quatsch, Ausrüstung. Dann würde ich mal eben sagen... dass wir vielleicht dann doch die Sachen anziehen, wenn wir dadurch besser zaubern können. Ja, es steht auch hier drin. Aber warum sollte ich sowas auch sehen? So, kann ich von hier aus direkt... Nee, kann ich nicht direkt drüber switchen, weil man das jetzt sehen konnte. Ja, das ist ja doof. Dann sollte ich aber doch meinen Umhang wechseln. Was ich nicht sehr gut finde. Ach so, das war dieser Dachsumhang. Okay. Naja, gut. Also, der sieht scheiße aus. Es tut mir leid. Ich finde den jetzt nicht so schön. Aber wenn dadurch meine Offensive natürlich besser wird. Ach ja, was soll man machen, ne? Das ist halt der negative Aspekt bei dem Spiel. Ach so, davon haben wir nur eins. Haben wir das andere verkauft? Ich meine nicht. Aber gut. Was ist das? Das ist erst auf Level 9. Gut, ich sehe jetzt irgendwie ein bisschen affig aus, finde ich. Aber immerhin sind die Werte jetzt besser. Ach so, da kommen auch noch diese komischen Wollhandschuhe dazu. So. Ist auf jeden Fall ein bisschen passender für draußen jetzt aktuell, weil es draußen auf jeden Fall so kalt ist, wie ich jetzt gerade aussehe. Aufträge, Karte, Inventar. Ach so, da käme ich auch rein, ne? Eulenpost.
Einstellungen, Herausforderungen, Sammlungen. Herausforderungen, das waren jetzt nur die Sachen Kampf, Erkundung, genau, da kann man jetzt aktiv nichts machen. Okay, dann gehen wir hier auch wieder raus. Wollte ich jetzt nur noch mal kurz nachschauen, ob ich da jetzt richtig mit lag. So, dann würde ich sagen, warum ich jetzt rausgegangen bin, weiß ich nicht. Ich muss ja eh auf der Karte nochmal anklicken. War das Zaubertränke, wo wir hin müssen, ne? Zaubertränke? Oder die magische Rübe? Ne, Lieferant von Fischenprodukten. Ich glaube, das war es dann doch nicht. Ne, ich meine, es war Zaubertrank, dass wir da noch was holen mussten. Ja, steht hier auch. Ach so, magische Rübe müssen wir aber auch hin. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Schloss auf Stufe 2. Okay. Also hier kann man scheinbar nirgendwo so richtig rein, außer die Sachen. Okay. Hallo. Oh, du bist aber eine ganz süße. Wird das jetzt hier so wie bei dem, ja, scheinbar schlecht gemachten Forspoken, dass wir jetzt hier überall Katzen quasi einsammeln können? Willkommen bei J. Pippins. Hallo. Ach, ich muss mich mal kurz umsehen, weil überall habe ich hier was gefunden. Ja, ist aber draußen, ne? Oder? Doch, das ist draußen, meine ich. Ja, ja, ist alles draußen. Ach, da ist noch eine Truhe. Direkt dran vorbeigelaufen. Blaue Sonnenschutzbrille. Okay, kann die irgendwas? Gucken wir direkt mal nach. Natürlich, die gibt eine höhere Verteidigung. So, ich sehe jetzt total bescheuert aus, aber bitte verkaufen Sie mir trotzdem etwas. So. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Das ist jetzt nur, ja, das ist das reine Verkaufen. Ich möchte den eigentlich, obwohl Verkaufswert 0 bringt mir natürlich auch nicht viel. Ich möchte den eigentlich nie loswerden. Keine Verbesserung angewandt. Ja, dann verkaufen wir den mal, würde ich sagen. So, und kaufen ein Rezept für einen Heiltrank. Und den Edurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Firn entstehen lässt, der ihn vor Schäden schützt. Ah. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Naja gut, ich meine, ich habe ja eh nicht wirklich viel Geld. Ich könnte höchstens noch die Zutaten kaufen, aber das ist Blödsinn. Da weiß ich ja zumindest bei ein paar Sachen schon mal, wo ich das her... Trollpopel. Echt jetzt? Oh Gott. Huch, habe ich mich jetzt erschrocken. Da ist noch jemand. Okay, die magische Rübe, die müssen wir noch finden. Die war, glaube ich, hier direkt um die Ecke, ne? Nee, hier oben war das, ne? Ja, genau.
Nicht ganz um die Ecke, aber war auf jeden Fall auch relativ hier in der Nähe. Und jetzt müssen wir mal eben gucken. Hier war doch irgendwas. Oh. Da unten flog gerade etwas rum. Oh, da ist auch eine Truhe. Oh, Hallöchen. Aber von der anderen Seite. Na gut, gehen wir da nochmal runter. Oh ne, es war das Wasser. Ich dachte gerade schon. Ach, hier. Sammle Handbuchseiten in Hogsmeade. Herausforderung freigeschaltet. Ah, okay. Revelio. Kann man mit dir was machen? Accio. Levioso. Lumos. Reparo. Okay, Reparo wahrscheinlich eher nicht. Na ja, gut. Das scheinen wohl spezielle Truhen zu sein. Ich glaube, da hatten wir schon mal eine von, die wir auch nicht geöffnet bekommen haben. Im Schloss irgendwo. Sind das Glühwürmchen eigentlich da oben? Guten Tag. Guten Tag. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, die Samen halt, ne? Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Okay. Gut, Samen der Schrumpelfeige. Okay. Dünger, Zutaten, verschiedene Blumen. Okay. So, zurück zu Natti. Ja, wo ist Natti? Wird uns direkt angezeigt. Perfekt. Sieht aber so aus, Entschuldigung, als ob wir da einen größeren Weg laufen müssen. Es tut mir leid, ich kann nicht so weit hinter euch laufen. So, was haben wir denn hier? Ah! Cool! Ich wollte gerade sagen, schnell weg, bevor ich ja noch gehauen werde. Dich kenne ich noch nicht. Hallöchen. Dieses Rötliche macht dich ganz süß. Ja. Okay, wir suchen weiter nach Natti. Und schauen uns hier auch nochmal so ein bisschen um. Revelio. Hier. Ah, 8 Stück sind hier versteckt. 2 haben wir schon mal. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist weiß, aber da kommen wir trotzdem nicht durch. Schade. Bevor wir jetzt mit ihr sprechen... das war falsch. Schaue ich nochmal. Da hinten ist noch eins. Okay, da ist noch eine Truhe drin. Da hinten ist das Besteck oder was das ist am Tanzen. Auch nicht schlecht. Oh, halt, stopp. Direkt vor meiner Nase. Hengis von Woodcroft. Dieses Datum zeigt Hufflepuff Hengis von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Okay. Da hinten ist aber auch noch irgendwas. Ah, ja. Wieder mal auf Abenteuertour. Da fliegt noch was. Nee, die kleinen. Revelio. Na gut, okay. Schade, ich hätte da wirklich früher drauf achten sollen.
Ne, da hinten, das ist ein Schloss. Da brauche ich gar nicht jetzt hinzulaufen. Naja, gut, Natti. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Ach! Von denen. Tego, schwächen wir ihn überhaupt? Weiter so, wir müssen ihn zerstören. Nein, nein, oh. Gemacht. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Officer, okay. Ja, ich gehe mal davon aus, Reparo, dass wir Reparo benutzen müssen. Genau. Ach, steht ja unten. Mal sehen, was er will. Achso, er. Ja, Moment, ich muss hier gerade erstmal kurz was reparieren. Dann komme ich direkt zu dir, ja? Ich muss ja hier so superheldenmäßig alles reparieren. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Na, eigentlich streng genommen um drei Sorgen, aber. Ja. Dahinter ist auch noch. Achso, Moment, das sind die Sachen. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. So, haben wir hier noch was? Das, ne? So, da haben wir doch auch gerade noch was gehabt, meine ich doch. Gerade sagen, ich stehe doch direkt davor. Besenknechts Sonntagsstaat. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade bietet eine Vielzahl von Zaubererkleidung und Accessoires. Mr. August Hill und seine Mitarbeiter Otto Dibble sind allen Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung, weniger modebewusster Hexen und Zauberer einzukleiden. So, eigentlich war er hier, aber das wird mir gerade angezeigt, dass ich noch da muss, ne? Ach so, ich muss nur eins reparieren. Ach. Reparo. Dann
wird mir auch das andere angezeigt. Okay. Wir haben gerade über dich gesprochen. Revelio. Oh, dich können wir auch noch schnell nehmen. Besenknechts Puppe. Im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern für Duellübungen bevorzugt werden, dienen die Puppen bei Besenknechts nur dazu, die neueste Zaubermode zu präsentieren. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Dankeschön. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Da geht die Offensive aber runter. Das ist doch schlecht. Aber ich kann es kaufen. Kann ich es dann für mehr verkaufen vielleicht? Wir nehmen es mal mit. So, verbessere sie jetzt. Wie verbessern? Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, das habe ich schon festgestellt. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke A. Das haben wir ja alles schon gemacht. Lege einen Umhang an. So, ich nehme den wieder. Und mehr sagt er mir jetzt nicht. Okay. Den könnte ich jetzt theoretisch kaufen, um nochmal 10 Offensive zu haben. Ich vergleiche das mal kurz. Aktuell haben wir 7. Aber ehrlich gesagt möchte ich mir das Geld sparen. Und ich hoffe natürlich, dass wir die Sachen jetzt nicht einfach so kaufen müssen, sondern dass wir die Sachen auch so im Spiel finden. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die 3 Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Da hinten ist noch eine Tasche, sehe ich gerade. Ja, aber bevor wir jetzt auch noch uns ein Butterbier genehmigen, weil wir haben jetzt doch schon sehr, sehr viel heute gemacht. Wenn das nicht der Fall ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant. Und eine mächtige Hexe. Darf ich kurz sprechen? Gut, sie zu kennen. Wo ist sie denn jetzt hin? Die ist doch gar nicht mehr hier drin. So, da wir schon sehr viel heute gemacht haben und die Folge schon sehr, sehr lange ist, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge das Butterbier an, wollte ich gerade sagen. Sehen uns dann in der nächsten Folge in den 3 Besen wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.